Hallo und herzlich willkommen zurück bei Monster Hunter Story. Heute geht's natürlich schnurstracks die Story entgegen. Mal schauen, wie lange die Story geht, dass wir irgendwo speichern können und ja. Wir düsen jetzt einfach mal drauf zu. Mal gucken, was passiert. So, die Story beinhaltet auf nach Oasum. Machen wir uns mal auf den Weg. Hier ist noch ein Katzengedöns. Einfach ranfahren, laufen und dann ist das Ding schon vorbei. Der wird ja aus dem Weg. Dankeschön. Auf Wiedersehen. So, ich denke mal, jetzt geht's ins neue Gebiet. Oder so. Weiß ich nicht. Mal schauen. Ich versuche mich so kurz wie möglich an den 20 Minuten zu halten. So wird sich gehört. Alles darüber ist etwas ein bisschen mehr als Luxus, ne? Puh, neues Gebiet, neues Glück. Da hinten kämpft schon jemand. Oder etwas. Da geht's rein. Okay. Da rein. Oasum. Es geht aber auch schnell. Zu schnell. Oasum. Herzlich willkommen. Eine neue Stadt. Ein neuer Dorf. Ein Gastwirt. Aha. Wer redet? You lot again. Here you are. We've heard things are bad here, Mr. Hunter Captain, sir. And you came all the way here to tell me what I already know. Captain! Roberto, we've been waiting for you. We've got a real situation here. Albarax has been attacked by the Black Fiend. The Black Fiend? Is everyone okay? Well, we've evacuated the villagers. But new quicksand has formed. We can't even get close to the village. At this rate, the villagers won't have a home to return to. Leave it to us! We've got this like a Lagombi's got big ears! Why have you brought riders? I have no intention of letting them join us. These guys can help. Trust me on this one. Well, if you say so. We have other things to worry about right now. Oh, herbstliche Lesezeichen. Mhm. Schön. Ein neuer Katamaranstand ist verfügbar. Mhm. Ah, und hier wird die Story fortgesetzt. Okay. Mit den komischen Mann da. Hey. Der Tongolin ist doch Angriff wurde. Ich zittere immer noch, wenn ich nur daran denke. Der schwarze Teufel ist so gefährlich. Ja, ich wollte mit ihm reden und nicht mit dir. Roberto, you came for us. Ja, nee. Chief, you're okay. Yes, I am uninjured. The village, however. As long as the quicksand remains, we will be unable to return to the village. And meanwhile, there's the Black Fiend, or rather, the Black Blight. It will only get stronger the longer we are delayed. Mm-hmm. Did you just say the Black Blight? So, the Black Fiend... While it rampaged at night, we were unable to determine its identity.
but it was a great horned beast covered in a black mist. And its fearsome roar shook the very earth. That could be the Diablos, infected by the Black Blight, perhaps. Diablos? Diablos? Yeah, they're a terror in these parts. Those things are freaking enormous. And yet, it's acting all strange. It doesn't normally move far from its lair, and it rarely attacks people. We gotta do something about it now that we know the Blight is involved. Hold your horses. We must deal with the quicksand, or we won't even get close. It's likely being caused by Cephadrome, those dune-diving sand sharks. There are three suspicious places. We'll head for the Great Sand Whirlpool. All right! Leave the rest to us! You? Well, all right. But you let us know as soon as you find anything out. Antai? Okay. Zu Dünen, also ich möchte, dass ihr beide euch an zwei Orte begebt. Die zu Dünen und die zu Salzhöhlen. Trefft alle notwendigen Vorkehrungen, bevor ihr geht, verstanden? Ich will den großen Sandstrudel sehen. Finden wir am besten zuerst heraus, wo genau er strudelt. Nun, dann mal los, der Teil geht auf deine Kappe. Was? Dann soll ein jeder sehen, wie ich seine Rätsel löse. Wie verschmitzt ich bin. Was? Ein Treibsandstrudel liegt zwischen dir und dem Dorf Albarax. Große Monster müssen ihn erzeugt haben. Finde die drei Monster, die sich im Untergrund verstecken. Baros, Daimjo, Hermitau und Cephadrome. Und werde sie los. Quest wurde aktualisiert. Sehr schön. Okay, Kombi geht nicht. So, und ich sollte öfters an meine Ausrüstung denken, ne? So wie ich das mitgekriegt hatte. Ja, dann schauen wir mal. Kurz, ist der hier? Anscheinend. Ja, okay, danke. Mal gucken. Was hat er denn hier so Schönes? Kieferklinge. Oh. Brauche ich dafür was? Außer Geld? Nur Geld. Ah, okay. Interessant. Okay, das scheint hier wohl das gleiche zu sein, aber Abwehrfeuer. Weiß ich nicht, ob das in der Wüste so gut ist. Jägerrüstung. Ah. Können wir noch verbessern? Ja. Sehr schön. Aber dafür brauche ich Knochen, ne? Ja, puh. Theoretisch müsste ich diese Rüstung hier kaufen, also diese Waffen. Wir brauchen bloß eine Waffe, ne? Bleib ich beim Schwert. Würde ich sagen. Oder brauchen wir noch eine zweite Waffe? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. So, hier gibt's noch dieser Händler.
Sehr schön. Was verkauft der? Tränke. Okay. Abball und so weiter und so fort. Und nichts, was man braucht. Okay. So. Speichern wäre, glaube ich, hier. Sicher, sicher. Und dann düsen wir mal los und untersuchen die Sache. So, wo zuerst hin, kann man nicht sehen. Okay, dann, ja. Erstmal rechts. Oder geradeaus, ja. Ah, das ist eine Katzen-Dings. Zack. So. Ich glaube, in der Nähe ist Diabloth. Dort. Ja. Wir schauen mal. Die Reihenfolge ist eigentlich egal. Na, ob wir das in 10 Minuten hinkriegen, bezweifle ich ganz stark. Oh, Knochen. Das brauchen wir. Ach, da ist eine Höhle. Da müssen wir rein. Anscheinend. Okay. Ja. Müssen wir hier rein? Ja. Etze Wüste. So, ja. Hallo und tschüss. Hallo und tschüss. In engen Räumen. Oha. This swamp gives me the creeps. Doch, ernsthaft? Oh. Ach, der ist es. Ja. Dann machen wir den mal platt. Ist aber nicht mit Festhau. Sie nutzen den Schlamm. Ja. Ich nutze was anderes. Auch. Jetzt nicht dabei, ne? Nimm mal ihn. Autsch. Ist er besser als ich? Jetzt. Sehr schön. Nein. Hup, 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 hup.
Ah, okay. Hält ja schon was aus, ne? Schlammwurf, Pistol, Nutz, ja, schön, interessiert mich nicht. Ja doch, interessiert mich. Sehr schön. Ihn weg. Ah. Aber dieser Hai hat was, ne? Also richtig geil. Fall doch einfach um. Ja, ja, besiegt? Nö. Sehr hartnäckig. Ich muss ja zugehen. Der ist sehr hartnäckig. Wieso Kraft? Ah, deswegen. Besiegt? Ja! Sorry, dass ich geschwiegen habe so lange. So, welches Level hat er erreicht? 9, fast 10. Oh, sehr schön. Ja, das war knapp. Gut, dass es uns nicht angefallen hat. Sieht so aus, als würden wir die Ursache des Strudels hier nicht finden. Aha. Müssen wir hier wieder raus? Okay. Dann raus. Tschüss. Nein. Lass mich in Ruhe. Ich will nur raus. Etzu Wüste. So, und dann gehen wir wieder zurück. Mit denen hier. Yep. Wir wollen wieder zurück zu Oasum. Ja, ab in die Stadt. Morgen kümmern wir uns um das zweite. War ein guter Kampf.
Wo speichert man hier? Ich glaube bei Katzen-Dings, ne? Ja. Speichern. Wir selber sind noch kein Level aufgestiegen, aber immerhin sind wir schon ein Stückchen weiter mit der Story. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und falls ihr neu bist auf meinem Kanal, gerne abonnieren. Glocke nicht vergessen zu aktivieren. Und wir sehen uns auch morgen wieder bei Monster Hunter Story. Ciao mit Fo, ciao mit Ö. Euer Dieselchen. Tschüss.